Schön, dass du da bist, lieber Witter. Single-Orakel, Sommer 2023. Ich schaue für dich ins kollektive Feld der Liebe, lieber Witter. Ich arbeite mit dem Dreaming-Way-Tarot und mit dem Dreaming-Way-Lenormand. Gut, ich hätte gesagt, dann starten wir gleich los, lieber Witter. Was tut sich im Sommer? Das heißt, es ist Ende Juni bis Ende September. Von der Zeitspanne her, gell? Was tut sich da im kollektiven Feld? Ersetzt natürlich keine persönliche Kartenlegung, das weißt du, lieber Witter, und daher beachte dein Mondzeichen, Venuszeichen, Aszendentzeichen und Sonnenzeichen, lieber Witter. Ich sprich aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann bist, rast es entsprechend um, lieber Witter. Gut. Danke dann natürlich auch für den Like, fürs Abonnieren von meinem Kanal und fürs Weiterleiten meines Kanals. Da freue ich mich sehr, wenn sich meine Videogeschenke, kollektiven Legungen verbreiten und somit sehr viele Menschen, so hoffe ich, inspirieren, lieber Witter. Gut, genug gemischt, Spiri. Schau einfach, ob du mit dabei bist. Wann du resonierst, lieber Witter, dann gibt es definitiv einen Menschen, bist ja Single, ja, aber das erste Karten ist gleich der König der Schwerter gefallen. Entweder ist es ein Ex-Partner oder jemand, den du kennengelernt hast, also aus der Vergangenheit, oder jemand aktueller. Wenn du sagst, na, da gibt es überhaupt niemanden, dann bist du bei dieser kollektiven Leben nicht dabei. Dann schau, wie gesagt, Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen, lieber Witter. Aber da gibt es definitiv jemanden, der für dich gerade präsent ist, beziehungsweise, das werden wir gleich sehen, einfach noch in deinem Energiefeld ist und dich beschäftigt. Okay? Witter. Lieber Vita, dieserjenige, welche, der König der Schwerter, ja, ist definitiv jemand, den du da gerade kennengelernt hast oder gerade am Kennenlernen bist. Du bist ja Single, sonst tat's nicht. Dieses Orakel schauen, mit dem du dir wirklich, also das so ausschaut, was, dass du dir wirklich eine Zukunft vorstellen kannst. Die 10 der Kelche ist eine der Partnerkarten, ja. 6 der Münzen ist eine gleichberechtigte Verbindung und das Schicksalsrad. Also du, für dich ist es so, dass du sagst, Mann, mit dem Kind echt was werden. Und es ist geführt von oben, dass du diesen Menschen kennengelernt hast, ja. Diese Chance, die dürfte sich in der jüngsten Vergangenheit bereits aufgetan haben und ist jetzt noch aktiv. Und ihr datet wahrscheinlich gerade, ja, oder lernt sich gerade näher kennen, ja, es ist ein Treffen zu sehen. Von deinem Unbewussten her ist so, dass da noch was aus der Vergangenheit verarbeitet wird. Ich schaue mir das näher an. Lieber Vita, da geht es um eine vergangene Beziehung, um eine vergangene Partnerschaft. Ja, mit dem Tod, das wird gerade abgeschlossen. Ja, da ist nur eine Traurigkeit da, das dürfte eine feste Partnerschaft gewesen sein mit den 10 der Münzen und da verarbeitet der Unbewusstes einfach noch ein Stück weit mehr. Das Ablösen von dieser festen Partnerschaft, die du hattest. Okay? Das ist sehr schön. Das ist gut.
den Eindruck, den du hast, ja, wie es dir gerade geht, ist gut. Du bist zufrieden, du bist entspannt als Single. Und es gibt eben diesen Menschen, der da Interesse hat und wo sich dann eine Chance aufgetan hat. Okay? So. Ich schaue weiter, ja. Bei der Position, was kommt von außen auf dich zu? Ja. Habe ich jemanden liegen, der auf dich zukommt und der aber also ich habe da so eine leicht strategische Art und Weise, der kommt auf dich zu und möchte nur gern schauen, was du, ob das derjenige ist. Und bietet dir sozusagen an, also oder teilt dir mit, der möchte eine feste Partnerschaft mit dir, möchte gern was aufbauen. Aber was mir gefallen hat, ist im Schwert da nicht. Lieber Witter. Weißt du, er hat so was Beobachtendes, nein, das ist ein zweiter Kandidat. Ich sprich aus der Sicht einer Frau, gell? Wenn es der Mann bist, rast es entsprechend um. Da, also es sind zwei Männer, ja. Einer ist aktuell, du sagst, okay, jetzt schau ich mir näher an. Und da ist jemand, der auch auf dich zukommt. Wir schauen ja für den Sommer, ja. Also für diese 3 Monate. Und der bietet dir an, der, ja, der möchte einfach mit dir Partnerschaft aufbauen. Entweder wieder oder wir werden schauen. Das schaue ich mir in der Fortsetzung an. Weißt du, was der mechert? Und was du mit diesem neuen Menschen sozusagen zu erwarten hast, ja? Lieber Witter, Fortsetzung mache ich gleich im Anschluss an diese Legung und den Link findest du in der Infobox unter diesem Video. Sehr spannend, ja? Sehr, sehr spannend, lieber Witter. Okay, deine Hoffnungen bzw. Ängste. Hoppala. Es ist eine Befürchtung, beziehungsweise, weißt du, wo du dir denkst, oje, dass du, lieber Witter, was emotionale Dinge betrifft, ja, die 10 der Kelche, dass du nicht aus deiner Feurigkeit heraus, ja, in was Ungesundes hineingehst, was du aus deiner Leidenschaft heraus, weil der Teufel liegt, ja. Da, das ist sozusagen eine Befürchtung, ja. Wahrscheinlich hast du schon toxische Geschichten erlebt, ja. Ich gehe jetzt in die Prognose, lieber Witter. Und das ist sehr, sehr spannend. Ein bisschen ein Platzproblem. So, gut. Es ist über den Sommer, ja, eine wunderbare Zeit, Sommer 2023, dass du da nach innen gehst. Wir haben ja da zwei Kandidaten, lieber Witter, ja. Und zwar die eine Geschichte ist, dass du wirklich dein Single-Dasein, ja, Eremit, das ist für mich schon jemand, der komplett allein lebt, also ohne Partnerschaft. Wir schauen ja auf die Liebe, ja. Und mit dem Tod ist diese Zeit, also magst du das wirklich beenden, diese Zeitphase? Und es ist auch der Zeitpunkt da, es ist ein großer Arkanum, das heißt im kollektiven Feld, natürlich auch dein eigener Wille, deine Entscheidungskraft. Die musst du natürlich berücksichtigen, das ist klar, aber im Feld ist es lieber wieder, dass du das Single-Dasein beendest. Ja?
Und dass du wählst, aussuchst, wir haben da auch wieder zwei Kandidaten, mindestens zwei, lieber Witter, und dass du dann vorangehst, ja, in diese neue Richtung. Also aus dem Single-Dasein heraus. So sagen wir, gell? Gut. Dein Leben, so ist es im Feld, dreht sich komplett um. Komplett. Und zwar von diesem Ruhemodus, ja, in dem du drinnen warst, dreht sich das komplett um und wir haben jetzt einen dritten Mann. Es kann aber sein, dass einer von diesen beiden der Herrscher ist, ja. Also mit dem Gehängten dreht sich das komplett um, kopfüber. Und zwar aus dieser Ruhephase, in der du bisher eben warst, wo sie in Sachen Liebe nicht wirklich das Passende oder der Passende gezeigt hat. Das dreht sie mit dem Gehängten komplett um. Auch eine große Arkana-Karte. Der Ritter, der Kelch und der Herrscher. Das ist schon das Verliebtsein. Da haben wir einen passenden Partner im Feld für dich, lieber Witter. Wie gesagt, entscheiden tust du. Ja? Und es ist da wirklich viel Emotion dabei. Man mag sich, man ist sich wohlgesonnen. Liebe ist so ein großes Wort, ja, aber es kann sie, es ist wirklich im Feld, dass sich die Liebe entfaltet und erblüht zwischen euch, lieber Witter, wenn du das möchtest. Ich gehe jetzt in die Fortsetzung und da schaue ich mir an, diese beiden Männer, ja, diese beiden Kandidaten. Und zwar der König der Schwerter, mit dem du da also wirklich eine neue Chance hast. Könnte auch ein Luftzeichen sein, muss aber nicht sein, ja. Und ganzen bisschen frei machen da. Und den König der Münzen, der dich da beobachtet und der da eine gewisse Strategie mit dir fährt. Schauen wir mal, wer das ist, ob du den schon kennst, etc. Ja, anzunehmenderweise schon. Und der den Angebot machen möchte, auch um in eine Partnerschaft mit ihm zu gehen. Diese zwei Kandidaten gibt es und die schaue ich mir in der Fortsetzung jetzt näher an. Vielleicht sehen wir uns ja da. Link findest du, wie schon erwähnt, in der Infobox. Und falls du dir die Fortsetzung nicht anschaust, dann möchte ich dich an dieser Stelle ganz herzlich verabschieden. Ich danke dir fürs Mit dabei sein und bis bald. Viel, viel Segen für dich, Stella.